Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman, wo wir heute wieder eskalieren. Die Granville Kuriosität steht auf dem Programm. Wenn ich es klicken darf, ich darf. Guck mal, Orson Blair, ein Techniker, im Nahkampf als Wachmann verkleidet. Wenn er sich oben befindet, dann wäre es eigentlich ganz clever, uns auch oben den Wachmann zu schnappen und nicht von ganz unten. Aber ich weiß halt nicht, wo er sich befindet. Deswegen fangen wir einfach unten an. Da bekommen wir auf jeden Fall ein Wachmann-Kostüm. Im Nahkampf sollen wir ihn erwischen. Zählt die Klavierseite auch zu Nahkampf, frage ich mich gerade. Ich habe keine Ahnung. Wir werden ihn dann halt einfach irgendwie... Ich will immer im Requiem-Anzug hier rumrennen. Der sieht einfach gut aus. Irgendwie halt ihm das Genick brechen. Ne? Das ist auf jeden Fall Nahkampf. Ich vermute, die Klavierseite zählt auch zu Nahkampf. Die Giftspritze wird wahrscheinlich auch zu Nahkampf zählen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ein Problem haben wir natürlich dann, wenn wir niemanden betäuben dürfen. Das wäre echt ungünstig. So, hier unten fangen wir an. Ach, da rennt er gerade erst in die Cafeteria. Schade, schade, schade. Das heißt, er setzt sich da jetzt erstmal hin und trinkt was. Dann kommen wir inzwischen mal auf die... Oh ne, er kommt gleich wieder raus. Wir gucken inzwischen trotzdem mal auf die Karte, wo sich unser Ziel befindet. Auf Ebene 1. Ah, das ist der Techniker hier unten an der Ecke. Ach Gott, wie sollen wir den denn? Ja, mal gucken, wo wir den hinlocken können. Wir lassen uns ein bisschen durch. Hey, Sicherheitsmann. Das ist eine sehr schöne Uniform. So, einmal beseitigen. Keiner hat's gesehen. Der guckt gerade so ein bisschen in unsere Richtung. Ist aber unaufmerksam. So, das hätten wir also. Lalalala. Aber was auch natürlich super geil wäre, wenn wir ihm einfach mit der Taschenlampe eine überziehen könnten. Das wäre super nice. Und würde mir Spaß machen. So, und hier gleich links steht der Gute. Können wir den hier irgendwo verstecken, frage ich mich gerade. Beziehungsweise kriegt das irgendjemand mit, wenn wir ihn direkt hier ausschalten. Aber wir können ihn hier reinziehen. Beziehungsweise eine Münze werfen. Ja, aber echt, ey. Huch, was ist denn da los? Ja, das kriegen die tatsächlich mit. Ich würde sagen, in dem Fall, ja, ich bin ein Killer. Ja, da ist die Tür halt direkt wieder zugegangen. Das war natürlich ein bisschen blöd. Und da ist die Münze da abgeprallt. Ups, verlaufen. Klar, ich hätte natürlich noch mal eine zweite Münze werfen können dann irgendwie, aber... Nee, lass mal nicht machen. Wir machen das beim... nächsten Mal richtig. Richtig in schön und so. Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass die Models da unbedingt hingucken, aber klar, war super dicht an denen dran, ne? Also von daher 113.000 Punkte, deswegen auch nur Katastrophe, kein Highscore. Im gesamten Palast gibt es tödliche Laserfallen. Finden Sie das Entschärfungsgerät und rüsten Sie es aus, um die Laser zu umgehen. Ernsthaft? Oh, das hasse ich für die Pest, das dauert so lange. Aber gut. Ich meine, wir sind sowieso unten im Palazzo Keller. Na, schon ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt wieder alles so lange dauert hier. Aber hey, was soll's.
Ja, Laserschranken sind tatsächlich das Ding, was mich am meisten nervt, weil man die nicht einfach ausschalten kann irgendwie, sondern man muss halt wirklich dieses blöde Gerät da haben und dann, ne, damit rummachen. So, wir wissen ja zum Glück noch ungefähr, wo die Laserschranken sich befinden. Ne? Da hinten sehen wir auch schon eine, hinter dem ersten Durchgang. So, okay, also. Ach so, die haben die heute anders angebracht. Da kommen wir hier nicht durch. Hier ist dafür alles frei. Okay, das finde ich sehr gut. Er hat sich gerade hingesetzt. Der Raum hier ist auch nicht direkt gesichert. Das finde ich cool. Okay, gut. Das macht uns die ganze Sache ein bisschen einfacher. Ja, ich dachte, die wären wie die Kameras immer an den gleichen Stellen. Und ich glaube, die Kameras sind immer an den gleichen Stellen, egal für welche Mission. Aber hey, wenn nicht, dann halt nicht. So, Waffen mitnehmen, Typen mitnehmen, Typen verstecken, Waffe verstecken. Nö. Hier. Er würde uns wahrscheinlich sehen, ne? So, die Waffen nehmen wir mit. Den Typen ziehen wir hier auch ein Stück durch die Gegend. Hier sind keine Laserschranken. Nein, 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 lass sie nicht liegen. Lass sie nicht hier liegen. So, hier scheint tatsächlich kein Laserschranken zu sein. Interessanterweise. Hier ist einer. Und jetzt schnell zurück, bevor der Typ von der Raucherpause wiederkommt. Ach, haben wir den Dietrich mitgenommen? Oh, die Tür da hinten, die ist Laserschranken gesichert, okay. Oh, da muss man natürlich ein bisschen. So, nehmen wir mit. Tragen wir in der Hand. Perfekt. So, und jetzt können wir hochgehen. Den Typen vernünftig ausschalten. So, hier scheint tatsächlich nirgendwo. Nur Novikov. Und sein Leibwächter, der durchschaut uns natürlich auch. Geh weiter. Perfekt. Haha, lustig. Ja. Wer hat es denn bemerkt? Ja, einmal genug brechen. Und dann hänge ich hier fest. Das ist ungeil. Ja, keine Ahnung. Wer hat es denn gesehen gerade, dass wir den Typen da erledigt haben? War die Tür hinter uns nicht zu? War das das Problem? Konnte das irgendjemand anderes sehen? Ich verstehe es nicht ganz. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, our shift is not done, okay? We still need the emergency delivery. We'll be here soon. This catering gig is tough. I never thought I'd come on.
Achso, das ist eine Sicherheitszentrale. Jemand, der uns durchschauen würde. Nicht hier draußen. Na komm schon, Junge. Ja, hat er festgestellt, seine Tasse ist eh leer. Und dann dachte er sich, nee, dann kann ich auch zurück zur Arbeit. Mick, 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 mick. Lalala. Ja, Genick brechen können wir, ne? Anpacken nicht. Dazu muss man aber ganz speziell positioniert sein. Sehr merkwürdig. Habt ihr gesehen, ne? Die anderen beiden Genickbrechen verkleiden ist immer aktiv. Na, aber den Typen zu ziehen, major problem. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich auch gleich mal probieren, ob wir ihn einfach so öffnen können. Nee. Hey, Mister, who are you again? Ich, wieso ich? Wo soll ich denn sein? Ding gleich mit. Nimm seine Waffe und schleppen den Typen hier durch die Gegend. Also das funktioniert tatsächlich nicht, da den Safe zu öffnen, während der Typ da im Raum ist. Man könnte vielleicht eine Münze werfen, aber es dauert ein bisschen, den Safe zu öffnen. Seitlich, einmal verkleidet. Das Entschärfungsgerät zur Hand genommen. Und dann gehen wir einfach mal hier hoch vielleicht. Das dürfte alles in allem vielleicht ein bisschen kürzer sein. Aber vielleicht auch nicht, weil überall Leute sind, die uns enttarnen würden. Also da auch zu gehen ist leider gar keine Abkürzung, wie wir sehen. Da sind nur halbe Laserschranken oder was? Wie ist denn hier hin? Habe ich hier einen Schrank? Ne, der ist unten. Aber wir kriegen den wahrscheinlich nicht die Treppe runtergezogen. Geflogen. Das ist ja wieder anstrengend hier. Ja, irgendwie, ne, man hat es nur gehört. Von der anderen Seite kommt dann noch ein Model, um nachzugucken, was da los ist. Der Typ steht dann da rum, das heißt, wir müssten die Münze vielleicht doch eher in Richtung Treppenhaus werfen und den Typen dann da runterschleifen oder sowas. Das könnte vielleicht besser klappen, ja. Ganz wenig Punkte, warum nur? Ja, vielleicht, weil dumm.
eliminieren Sie Jacques Bonbon. Jacques Bonbon. Okay, indem Sie ihn in der Toilette ertränken. Ah, das ist der Typ, der da bestimmt an der... Der da an der Ecke rumgurkt, das wäre ungünstig. Den kriegen wir nämlich nicht vernünftig tot. Jacques Bonbon. Da müssen wir gleich mal gucken, wer das ist. Und wie wir ihn am besten zur nächsten Toilette bringen. Mit Rattengift natürlich, aber wann und wo können wir ihn vergiften, ist die Frage, die sich stellt. So, gab es hier nicht Rattengift? Nee, hier gab es kein Rattengift. Ja, so einfach macht man es uns also nicht. Verdammt. Er sitzt noch, da können wir uns hier vielleicht ganz kurz umsehen. Und das Rattengift mitnehmen. So, also Rattengift haben wir. Wir müssen nur noch gucken, wo sich Jacques Bonbon befindet und wie wir ihn töten. Und diesmal hat er uns gesehen, ja. Okay, just don't move. Just ich glaube, das können wir direkt nochmal starten. Oh. Ach, immer der falsche Knopf hier. Ja, natürlich. Arrgh. Ja, also, diesmal hat er es gesehen. Blöd, können wir nichts machen. Das passiert halt manchmal. Ich meine, na klar könnten wir was machen. Wir könnten den Typen zum Beispiel mal im Feuerlöscher erwerfen oder sowas. Dann ist das nicht so auffällig, dass wir das waren. Aber abgesehen davon können wir wirklich nichts machen. Ja, our shift is not done, okay? We still need the emergency delivery. We should be here soon. This catering gig is tough. So, dann schauen wir mal. Hier könnten wir einen Feuerlöscher mitnehmen. Und wir nehmen erstmal das Rattengift mit. Es fällt hoffentlich nicht auf, wenn wir hier mit dem Feuerlöscher in der Hand rumstehen, oder? Ich weiß nicht. Hallo, Monsieur. So, schauen wir uns mal hier so hin, wo wir nicht gesehen werden können. Von den Leuten in der Kantine. Ja, und er hat es diesmal bemerkt. Aufmerksam. Mag ich ja gar nicht. Mal funktioniert, sehr schön. Mal die Waffen nehmen wir mit. Hey, what happened? Ladies and gentlemen, give it up for the mighty MC Fuse Box. There's nothing this guy can't fix. Ja, mal gucken. Wie lange er da in diesen Sicherungskasten einfach reinstarrt. Das ist schon faszinierend. So, eigentlich wir würden jede Menge Zeit sparen, wenn wir den Typen hier einfach liegen lassen würden, ne? Aber ich befürchte, das ist nicht so richtig eine Option.
Ich schätze mal, wenn wir Jacques Bonbon vergiften sollen, dann wäre es wahrscheinlich günstiger für uns, in so einer bediensteten Uniform hier zu bleiben. Andererseits, Laserschranken, also müssen wir das eigentlich zuerst machen. Und wenn wir dann schon mal dabei sind, können wir uns auch gleich verkleiden, oder? Ich weiß nicht. Wir schauen mal, wo sich Jacques aufhält. Wollen wir außen rumlaufen? Nee, eigentlich wollen wir nicht außen rumlaufen. Mal sehen, hierdurch kommen wir doch wahrscheinlich auch relativ günstig irgendwo an. Vielleicht auch nicht. Hey Leute, Bums angerempelt. So, dann gehen wir hier hoch, weil wir hier immer hochgehen. Edge. So, achso, ich wollte ja gucken, hier unten gab es einen Schrank, oder? Ganz genau, perfekt. Oder auch nicht perfekt, aber ziemlich gut auf jeden Fall. Oh, Viktor Novikov kommt hier lang, das heißt, sein Leibwächter folgt ihm. Ah, weg, 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 weg. Oh mein Gott, was macht denn Viktor Novikov hier hinten? Um diese Uhrzeit? So, wir schauen mal, ob das funktioniert mit einer Münze. Mal Tür öffnen. Münze hier hinwerfen. Ja, es funktioniert. Oh, perfekt. So, einmal Genick gebrochen. Ja, nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Und wir können ihn tatsächlich die Treppe runterziehen. Super gut. Also wir müssten ihn eigentlich nicht verstecken, aber wir machen es einfach mal. Und es ist gut zu wissen, dass das funktioniert. So, und jetzt gucken wir mal, wo sich Jacques Bonbon aufhält. Ach, das ist wirklich der Typ, der hier an der Toilette rumgammelt. Wie es aussieht. Ja, ist er. Das dürfte ja relativ einfach. Ach so, ja, wir müssen ihn natürlich vergiften. Wie machen wir das denn? Sollen wir ihn wirklich in der Toilette ertränken? Indem sie ihn in der Toilette ertränken, ja. Okay, vielleicht. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Weird. Hey, you know, you want to stop that, please? Ja, sorry, Mann. Ich war einfach zu langsam. I told you to stop that. Was denn? Digga, chill. Sonst schleife ich dich gleich da rein. Apropos, sonst schleife ich dich gleich da rein. Was hält uns denn eigentlich davon ab? Achso, dieses Model vielleicht. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Keine Ahnung. Ist total merkwürdig, oder? Geh doch mal nachgucken. Ja, den Gefallen tut er uns nicht. So, Tür auf. Typ rein. So, können wir ihn jetzt hier ertränken? Ja, irgendwie nicht. So, wir legen ihn mal kurz ab.
Ich hatte ja gehofft, wenn wir ihn dicht genug hier ranziehen, dass wir ihn dann tränken könnten einfach. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Na toll, okay. Cool, wir brauchen also einen anderen Plan. Wir machen das nochmal. Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, um das herauszufinden, damit wir unten nicht so viel Zeit verschwenden, ja, wie wir das am besten machen können. Also mit Rattengift ja scheinbar nicht. So, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, oben wegen der Laserschranken. In straight jackets, you name it. Oh, look, I gotta run, but I'll see you later, okay? Ach, hier steht er am Anfang. Ah, okay, cool. Hey, whole conversation without saying something dumb. Jerome, we're making progress. Ja, und dann ist hier eine Lasersperre. Okay, alles klar. Da müssen wir also andersrum gehen. Nur nicht zu hastig, um ihn nicht aus Versehen irgendwo reinzulaufen. Okay, hier kommen wir durch. Ja, wir könnten jetzt natürlich das Waschbecken überfluten. Dann können wir irgendwas mit der Toilette machen. So, wir schauen mal, wie er sich verhält, wenn er hier reinkommt. Er kommt hier rein, oder? Hallo? Läuft's über, Junge? Und er ist nicht zuständig, oder wie? Ihm schwimmen da draußen gleich die Füße weg. Also, öffnen. So, die Tür. Können wir sonst noch irgendwas machen? Können wir ihn ansprechen? Aber geht er auch nie hier weg, ne? Ich habe ihn noch nie woanders stehen sehen. Er spielt hier die ganze Zeit mit seinem Handy rum, tatsächlich. Wir können ihm ja auch nicht zu essen bringen, oder? Also ich weiß noch nicht so richtig, wie ich ihn in der Toilette ertränken soll. Vielleicht tatsächlich mit einer Münze oder irgendwas. Wenn wir einfach, wir versuchen das mal, eine Münze hier so hinwerfen. Gehört? Hat er nicht gehört. Hey Douchebag, the garbage can has been invented. Hast du jetzt gerade hier hingeguckt oder was? Und gehst jetzt nicht da rein, deswegen? Schlag dich, geh da rein. So, dann nehmen wir uns unsere Münzen wieder. Tür bleibt bitte offen. Voll komisch. Ja, geh mal gucken. Geh gucken. Strange. Mega strange. Is anyone? False alarm.
Doch mal darüber gucken, bitte. Don't throw that here. 25. So, Tür ist zu. Okay, back to business. Was? Wieso ist denn die Tür jetzt offen? Ich dreh durch. Er hat die Tür aufgemacht. You can make it. Just run. I'll buy you some time. What? That's it. Let loose on that hippie commie pinko queer. Yep, yep. Hey, hey. Hey, you have a choice to make. Surrender now and this will end peacefully. Beyond that, I cannot help you. Tja, Leute, irgendwie verkackt. Ich weiß nicht, wie wir ihn dazu bringen sollen, was zu essen oder so. Ich lasse mir bis morgen was einfallen, würde ich vorschlagen. Und beende die Folge hier einfach. Wir sind sowieso über die Zeit. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn ich hier hart rumfehle. Als Agent 47. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.